Guten Morgen, Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, ihr alle. Spring ins Rampenlicht heißt unser Kurs, Melanie. Und wir freuen euch, heute nochmal sagen zu können, was ist eigentlich das ganz Besondere an unserem Kurs? Und aus meiner Sicht ist das ganz Besondere die unterschiedlichen Kompetenzen, die wir mitbringen. Du, Melanie, als Angstexpertin und ich als Rhetoriktrainerin, denn das sind genau die beiden Seiten, die man bei Lampenfieber und Sprechangst hat. Ne? Einmal das Mentale, Psychische und auf der anderen Seite das Handwerkszeug und die Technik in der praktischen Umsetzung. Und in unserem Kurs kriegt man beides. Ja, und Melanie. das finde ich auch das Besondere, weil es gibt ja viele Kurse, ja. Entweder ja, hast du Lampenfieber, dann mach einen Rhetorikkurs und über deine Rede, ja, und machen eher so diesen Part, aber wirklich, was dahinter steckt, dass man oftmals in der Tiefe oder auch also viel stärkere Lampenfiebersymptome hat, dass es fast zum Blackout führt oder man oft tagsüber gar nicht mehr klar denken kann, nachts nicht mehr schlafen kann vor lauter Bammel. Ja. Darauf gehen ja die Kurse dann nicht so in die Tiefe ein. Und wir bringen beides zusammen. Das ist so das Besondere und arbeiten dann auch auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur mit Tipps, wie gehe ich mit den Dingen um, sondern da auch eine Schaubild dabei, welche Bereiche halt das Besondere sind, die ich immer berücksichtige in meiner Arbeit mit wirklich größeren Ängsten, wo teilweise ja auch manche Menschen so sehr verzweifelt sind, weil sie gar nicht mehr ihr Leben richtig leben können. Also da funktioniert das genauso. Und da habe ich halt ein mehrdimensionales Konzept entwickelt. Und das fließt in diesen Kurs auch ein zum Thema Redeängste. Und du hast da jetzt auch so ein schönes Schaubild gehabt. Magst du das mal teilen? Ja, Können wir das das habe ich hier auch einfach? mitgebracht. Dann weiß man besser, von was ich jetzt auch wirklich spreche. Ich teile mal meinen Bildschirm mit euch. Also wie ja schon gesagt, die meisten ja, Themen, Kurse, Coachings gehen halt eher nur auf das Handeln ein. Ah ja, ich kriege so ein paar Tipps, so ein paar Handwerkszeuge, wie ich bei einer Rede mit meinen Symptomen, mit der Aufregung umgehen kann. Vielleicht auch noch eine Affirmation, die hilft aber oft auch nicht ganz, ja, wenn das nicht die passende ist, die den eigenen Gedanken, ja, so ein passendes Puzzlestück für die eigenen angstmachenden Gedanken ist. Und so ist halt das Besondere drauf, dass wir neben also vielen Umgangsstrategien, auch mit einer tollen Bravo-Formel, auch ganz genau schauen, mit welchen Gedanken machst du dich vielleicht vorab verrückt. Also es sind dann oft so diese Gedanken, oh Gott, was ist, wenn ich mich blamiere? Was ist, wenn ich rot werde? Was ist, wenn ich dann nicht kompetent genug erscheine, ja, oder totalen Blackout habe und meinen roten Faden nicht mehr finde und so weiter. Und die verstärken dann immer noch die Angst und machen, ja, schütten immer Öl ins Feuer, sage ich dann auch immer. Und wenn du dieses Kopfkinoprogramm nicht abstellst, und das ist die Schwierigkeit, weil viele sagen schon, ich merke, ich habe da so viele Angstgedanken und wollen das immer so wegschieben, aber 2 Minuten später sind die im Hintertürchen wieder im Kopf eingezogen. Ja? Und da braucht es auch die richtige Strategie, wie kriege ich auch die Gedanken umgelenkt, dass sie mich eher stärken und hilfreich sind. Und so wird auch ein großer Teil dieses Kurses von uns schauen, mit welchen Gedanken stehst du dir selber im Weg, verstärkst du die Angst und was genau sind für deine Gedanken die passenden Gegengedanken, sodass du danach ein sehr mutmachendes Mindset entwickelst und auch weißt, wie genau du die Gedanken umlenken kannst. Ja, und in einem anderen Video haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ganz viele negative Erfahrungen, die wir vielleicht mal auch aus der Kindheit, in der Schule hatten oder wo auch immer, im Unterbewusstsein so verankert sind, dass wenn wir jetzt wieder in eine ähnliche Situation kommen und vor Menschen sprechen, genau die negative Erfahrung von früher immer wieder hochkommt und wir die dann nicht mehr willentlich nur mit den Gedanken beeinflussen können. Und auch da schauen wir, was hast du für Erfahrungen, die dich so geprägt haben, dass jetzt dieses Thema vor Menschen sprechen, ja, so großen Bammel bei dir macht. Und das Schöne dann auch, wir gucken das, was dann im Unterbewusstsein und auch in den Zellen im Körper, also diese Aufregung, dieses Zittern, das dann so körperlich aktiviert wird, dass wir das quasi auflösen, dass dieser Knopf nicht immer gedrückt wird, ja, da kommst du in die ähnliche Situation und alles kommt wieder hoch. Ja, und so ist es dann ein rundum Paket, wo wir alle Bereiche ja mit dir bearbeiten. Genau, Einerseits in das ist halt wirklich. Videolektionen, genau, und dann aber auch in unseren Live-Terminen, wo wir nochmal individueller dann drauf eingehen.
Ja, ich finde, dann ist bei Kursen eben auch noch immer das Thema, wie man hat ganz viel gemacht und hat sich eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt, aber dann brauchen wir irgendwann eine gute Alltagsroutine, wo wir das dann auch immer wieder anwenden können, denn sonst haben wir keine Nachhaltigkeit. Wir wollen ja auch noch in 5 Jahren immer noch gut umgehen mit unserem Lampenfieber, selbst wenn wir unsere Ängste dann schon hinter uns gelassen haben. Im besten Fall wird trotzdem ja immer wieder Lampenfieber kommen. Und wie wir das dann gut umsetzen, sodass wir es tatsächlich auch wirklich in den Alltag richtig transferieren können, da wollen wir eben auch dafür sorgen. Und da habe ich meine Bravo-Formel und die funktioniert wirklich. Also wir haben schon so viele Auftritte mit dieser Bravo-Formel gemacht. Also auch Leute, die du bestimmt kennst, haben mit der Bravo-Formel sich vorbereitet. Und da geht es eben darum, Bravo ist ein Akronym, also jeder Buchstabe steht für einen Schritt, den man geht. Dass wenn man ein starkes Lampenfieber hat, dass man dann erstmal in Bewegung gehen muss, um die Energie zu verteilen, dass man sich dann aber fokussieren muss, dass wir eben uns klar machen, dass wir auch das können und vorbereitet sind, dass wir nochmal kurz uns den Auftritt vor Augen halten und uns das, den Raum auch vorstellen und zum Schluss offensiv auf die Bühne gehen. Also das ist, dann trainieren wir das wirklich als Handwerkszeug, was man so verinnerlicht. Ich sage immer gerne so, dass ihr nachts um 4, wenn ihr kurz betrunken seid, aufstehen könnt und euch da vorne hinstellen könnt, weil ihr wisst, dass das einfach so funktioniert. Und deswegen glaube ich, ich glaube, es ist wirklich ein Kurs, in dem wir alle Facetten, die das Thema betrifft, wirklich sauber abdecken, sodass ihr im Nachhinein tatsächlich wirklich etwas habt, was euch wirklich weiterbringt. Also es ist kein Kurs, den man einfach mal so am Rande mal so ein bisschen mitkonsumiert, sondern es ist tatsächlich wirklich etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegt und löst. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr glücklich über unsere Kooperation, Melanie. Ja, ich auch, Ariane. Und gerade wenn du jetzt nochmal die Bravo-Formel so vorgestellt hast, die passt dann auch nachher zu dem, was ich gemacht habe. Da arbeiten wir ja auch die Affirmation und wie du mit Atmung umgehst. Das ist dann so nochmal, dann kannst du da die Essenz, was wir erarbeiten, was wirklich zu dir passt, mit der Bravo-Formel in Verbindung bringen und hast aber eine tolle Eselsbrücke mit diesen Buchstaben, wo du dann auch immer weißt, wie du das auch ganz schnell dich wieder dran erinnern kannst und abrufen kannst, welche wichtigen Faktoren jetzt wirklich, wenn die Rede ansteht, du kurz vor dem Auftritt bist, anwenden kannst, um dich so in normalen Aufregung dann Es ist einfach nur die Quintessenz der Quintessenz in der praktischen Anwendung von dem, wo du deine Tiefe gegangen bist. Genauso sehe ich das auch, kann man sich in die Hosentasche stecken. Ich mag auch das Akronym von der Vorstellung her, denn letztlich ist es die Situationen, in denen wir Lampenfieber haben, sind eigentlich immer die Situationen, wo wir uns hinterher ein bisschen Applaus wünschen. Also wo man dann, wo man dann hinterher auch wirklich Erfolge feiert. Und Bravo heißt ja immer, Bravo. Genau, das will ich nachher haben. Das erinnert einen auch nochmal. Das ist die Belohnung nachher, wenn ich mich da Genau, und wenn wir das mal geschafft haben, also gerade so, wenn du sagst, auch tiefergehende Ängste können ja Menschen wirklich mal richtig blockieren und dafür sorgen, dass jemand sich vielleicht gar nicht traut, mit dem Thema nach außen zu gehen oder davon mutig zu erzählen, und dann wünsche ich mir, dass wir ganz oft Bravo rufen können, Melanie, du und ich, weil wir Leute haben, die da mutig ins Rampenlicht springen. Ja. Genau, ja, das ihr Lieben, wäre mir bestimmt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, und den Kurs wird es sowohl als Selbstlernkurs geben, als Basics, dass ihr, wenn ihr Lust habt, euch in das Thema mal reinzutauchen, da ist auch schon alles Grundwissen drin, und wir werden aber in einem Online-Kurs in die Tiefe gehen gemeinsam, und natürlich habt ihr auch immer die Option, einzeln nochmal uns zu buchen, wenn ihr sagt, ihr möchtet entweder an der Rede feiern oder bei dir nochmal in die Themen abtauchen. Genau, das sind noch mehrere Themen da oder nochmal ein bisschen, nochmal vertieft dann reingehen. Genau, aber jetzt weitere Infos dann findet ihr in dem Link unter diesem Video. Und wenn es noch Fragen gibt, schreibt uns einfach an, klären wir gerne. Genau, und dann sehen wir uns, wenn wir gemeinsam dich begleiten dürfen in den Sprung ins Rampenlicht. Alles Liebe, bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss.